Belarus ist für die engere Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren interessiert. Das Staatsoberhaupt hat sich mit den Vertretern der Geschäftskreise Großbritanniens und Irlands getroffen. Alexander Lukaschenko bietet den Geschäftsleuten an, sich an der Privatisierung und der Bildung der neuen Unternehmen teilzunehmen. Практически все они интересны для Беларуси. Президент пообещал содействие в их скорейшей реализации. Некоторые проекты предполагают многомиллионные. Viele Geschäftsleute in Belarus arbeiten bereits mit belarussischen Unternehmen zusammen, deren Produktion an die EU geliefert wird. Und heute, mit dem europäischen Business von der Gesellschaft umgebend, garantierte der Präsident die weitere stabile und vorhersehbare Zusammenarbeit. Dies gilt für die Privatisierung des Staatseigentums, als auch die Bildung der neuen Unternehmen. Das Staatsoberhaupt hat die Mehrheit der ausländischen Geschäftsinitiativen bereits studiert. Tatsächlich sind alle diese für Belarus interessant, und der Präsident hat die Mithilfe in ihrer schnellsten Realisierung versprochen. David Fektor, der geschäftsführende Direktor und der Mitbesitzer der Gesellschaft Stilcor. Alle Anwesenden hier in diesem Saal wollen das Business in Belarus führen. Wir sind dankbar, dass Sie an diesem Treffen persönlich teilnehmen. Wir können den Erfolg erreichen. Hier in Belarus haben wir die Ehrlichkeit und die Zuverlässigkeit gefunden, und jetzt wollen wir diese Begriffe ins reale Business verwirklichen.